Zuschauer, ich habe hier noch meine Wurst, die ich esse, perfekt zum ABK-Video. Da würde ich sagen, gucken wir mal rein, was er zur ganzen Upright-Thematik zu sagen Versuche hat, gar nicht wa? die Scheiße zu labern und dieses Video so anzufangen, von wegen, ich bin total objektiv und nein, nennt es von mir aus voreingenommen, aber derzeit erscheint mir Upward am glaubwürdigsten. Ich erkläre euch jetzt ganz einfach mal in diesem Video, warum ich dieser Meinung bin. Es wird einem YouTuber sexuelle Belästigung vorgeworfen, aber an die, die es nicht mitbekommen haben, ich erkläre ganz kurz, okay? Vor etwa 3 Jahren hat eine YouTuberin mit dem Namen Sylvie Carso ein Video hochgeladen, in dem sie behauptet hat, von YouTubern Das lag da das einfach okay. sexuell belästigt worden zu sein. Betonung auf großen, weil das betont sie auch ziemlich oft in ihrem Video. Was ich an dieser Stelle so krass finde, im Jahr 2016 wurden richtig viele Mädchen vermutlich von YouTubern sexuell belästigt. Dann frage ich mich wirklich, wo war ich in diesem Jahr? Ich glaube, ich bin in der falschen YouTube-Generation. 2016 wäre Ah, mein Bruder, ABK, das holen wir nachher da, alles gut. YouTube-Jahr gewesen. Da hätte ich mich, glaube ich, mit jedem. Immer wenn du Lehrer wirst, dann sind ja für uns beide Girls am Start, wa? YouTuber verstanden, wenn das wirklich stimmt. Also, wenn ich mir das angucke, dann wirkt das so auf mich, als wäre das Ganze eine Trendbewegung damals gewesen. Jedenfalls hat diese YouTuberin, die jetzt angeblich sexuell belästigt wurde, in ihrem Video nicht erzählt, von welchen großen YouTubern sie sexuell belästigt wurde. Jetzt kam ein Video von Mimi Online, der einfach mal so behauptet hat, dass das Ganze ApoRed und Leon Mascher gewesen wären. Was ich auch so heftig fand, war, damals wurde wenige Tage nach dem Video von Sylvie noch ein YouTube-Video hochgeladen. In diesem Video wurde Folgendes behauptet, dass es sich bei den Übeltätern um KS-Freak, Krappi oder Simon Desue handeln könnte. Und diese Aussage kam laut diesem Video ebenfalls angeblich von Mimi. Dieses ganze Drama basiert ja jetzt sowieso nur auf Vermutungen. Wie kann es sein, dass ein Mimi angeblich 3, 4 Jahre zuvor das behauptet hat und dann jetzt auf einmal das so behauptet? Hä? Mimi hat doch die ganze Zeit behauptet, dass es ApoRed und Lea Machère sind, oder nicht? Oh, ApoRed ist tatsächlich da, Alter. Nice, Alter. Und Leute, ich bin euch jetzt ehrlich, an die Gottlosen unter euch braucht gar nicht zuhören. Ich kenne ApoRed schon seit über Ja, zwei. dann schickt ApoRed gerne mal, was könnt ihr mir senden, Alter? Einen Löffel rein. Der Löffel ist nur für Drei dich, Jahren, Bruder. dieser Typ, ungelogen, ist ein richtiger Achi. Mashallah, ich brauche hier nicht zu labern. Der erinnert mich öfter an die Gebete als meine Gebetszeiten. Jetzt schauen wir uns mal das Video von dieser YouTuberin Sylvie Carlson an. Und dann kann ich euch vielleicht anhand ihrer Ausdrucksweise und Verhaltensweise generell erklären, warum ich achte, dass Sylvie Carlson total unglaubwürdig ist. Zwei YouTuber haben mich sexuell belästigt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich euch diese Story erzählen werde. Alle haben gesagt, dreh bitte ein Video. Ich habe es auf Snapchat schon mal erwähnt, also meine Snapchat-Follower wissen schon Bescheid. Ah gut, bei so einem Thema erstmal das Video damit einleiten, indem man Werbung für sein Wir haben Snapchat-Profil deine, dein macht. Video gerade Aber ich habe mich geguckt, dagegen ja. entschieden, die Namen zu sagen, weil ich keinen Feierst du Hass auf Gurken die Leute eigentlich, erstens oder? ziehen will und weil ich auch keinen Hass von den Followern von denen auf mich ziehen will, weil das wirklich zwei Du hast den riesengroße Hype-Train verpasst, YouTuber sind. Hype-Train? Als ob du jetzt nicht die Namen erwähnst, weil du angeblich Angst hast vor einem Shitstorm. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr wirklich sexuell belästigt wurdet und ihr wisst, dass ihr im Recht seid, dann juckt euch doch nicht der Shitstorm von irgendwelchen Communities, wenn ihr wisst, dass das gerade alles zu Unrecht ist. Du hast den Namen nur nicht erwähnt, weil du weißt, dass du keine Beweise hast und dich mit der ganzen Sache sonst strafbar machen würdest. Wenn die Tat als solche... Ja gut, also Kerl, ich denke auf jeden Fall, dass es halt beides. Das habe ich ja in meinem Video halt auch schon erzählt gehabt. Das Ding ist halt, wenn sie halt Names droppt, so, und du hast keine Beweise dafür, dann wird sie erstmal tot gehatet, ist klar, so. Weil, Kern, ich finde generell so dieses ganze Thema von sexueller Belästigung und Vergewaltigung und so, finde ich halt mega schwer. So, weil das Ding ist, nehmen wir mal an, ApoRed hat es getan, dann sollte er dafür auch gehatet werden und gerade stehen. Wenn er es nicht getan hat und das wird einfach über ihn behauptet, dann sollten aber die Mädels, die das über ihn behauptet haben, ebenso gerade stehen und auch komplett, naja, Hate bringt ja jetzt kein was, aber dann sollte man halt dafür auf jeden Fall seine gerechte Strafe bekommen. So, und das, finde ich, ist auf jeden Fall so das Schwierige. Und ich sag mal, wenn die jetzt einfach irgendwas veröffentlicht, wofür sie vielleicht jetzt keine handfesten Beweise hat, so, dann ist es natürlich unklug, halt Names zu droppen, weil, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich hätte sie sexuell belästigt, ja, nehmen wir mal an, ich bin's gewesen, so, und sie macht so ein Video und behauptet das einfach, dann sage ich, nein, war ich nicht, und zeig sie an, weil sie keine Beweise hat, kriegt dann wahrscheinlich halt noch recht, ja, sie kriegt vielleicht eine hohe Strafe, ist öffentlich halt, steht die komplett scheiße da. Und ja, am Ende wird sie halt einfach totgehatet. So, das bringt ja also gar nichts, diese Namen zu sagen, hat halt mehr Nachteile in diesem Moment als Vorteile. Klar, jetzt so ein... Oh, Ehre, Gina, Alter. So, ich meine, klar, jetzt so ein ABK, den würde ich auch so einschätzen, ja, wenn dem jetzt irgendwas passiert. So, ich glaube, selbst wenn der von irgendwelchen Clans aufs Maul kriegt, weil der sich mit Shireen David oder sowas anlegt, so, ich glaube, der würde dann trotzdem noch jetzt ein Video machen, wo er sagt, dass er aufs Maul bekommen hat, wer das war und würde die voll in die Pfanne hauen, obwohl er dann nochmal aufs Maul kriegt und das auch weiß. So, aber ich glaube, viele andere
machen das halt einfach nicht. Die haben halt keinen Bock auf diesen ganzen Stress. Ich meine, ich würde es auch machen. Ich würde auch darüber, ich hätte auch sofort die Names gedroppt, so, ja. Selbst wenn ich das nur gesehen hätte mit meinem Fernglas von draußen, Alter. Wenn es doch wirklich so schlimm gewesen ist, dann legst du doch nicht vorher Wert darauf, ob du die Namen der Täter nennst oder nicht. Das Video wird mir jetzt schon viel zu wirtschaftlich durchdacht dafür, dass es um eine sexuelle Belästigung geht. Es geht heute um eine ziemlich weirde Story. Ich erzähle sie euch, weil ich eine Message für euch habe und weil ich die Hoffnung habe, dass das Video... Und ich meine, es ist ja halt auch so, dass es halt... Ich finde es gut, wenn Leute sexuell belästigt worden sind, dass sie halt auch darüber reden. Denn man darf hierbei ja auch nicht vergessen, das ist nun mal ein Thema, was halt wirklich sehr, sehr schwierig ist. So, weil viele Frauen trauen sich zum Beispiel auch gar nicht, sich öffentlich zu äußern, weil die auch Angst haben, weil die sich vielleicht auch schämen davor. Und ich finde es halt wichtig, dass wenn man denn belästigt worden ist, dass man darüber halt berichtet, auch wenn man vielleicht erstmal keine Names droppt. Einfach nur, dass vielleicht auch Gleichgesinnte, die vielleicht auch was abbekommen haben, die vielleicht auch belästigt worden sind, vielleicht die Möglichkeit haben, sich zumindest anonym an diese Person zu wenden, weil dir das auch passiert ist, und quasi darüber zu reden. Also vollkommen egal, wer das jetzt war oder nicht, finde ich es halt gut, wenn einem das passiert ist, dass man halt auch darüber redet. Und ich glaube nicht, dass es ihr um die wirtschaftlichen Aspekte geht. Ich glaube, das Video ist nicht mal 10 Minuten und selbst wenn das 10 Minuten ist, dann ist es halt zu 99% werbeunfreundlich. Also, oder war das, war das 2017 schon so? Gute Frage, ne? Doch, ich glaube, oder? Das kam, wo wir in unsere zweite Wohnung gezogen sind und das war 2017 irgendwann. Krank, wie lange das schon wieder her ist, ne? Aber ich meine, ansonsten baut sie ihren Kanal ja auch nicht auf sowas auf. Ich meine, das ist halt ein Video. Ich meine, keine Ahnung, was soll sie denn gedacht haben, dass sie dadurch jetzt die Millionen Abonnenten schafft? Also eventuell so oft geteilt wird, dass die zwei großen YouTuber das sehen und irgendwie checken. Hä? Was erwartest du? Sobald sich doch die Täter zum Vorwurf äußern, ist doch klar, um wen es sich handelt. Dass du dann jetzt die Namen im Voraus verschweigst, aber dann auf ein Statement hoffst, ist doch voll sinnlos. Was denkst du, was die machen? Sitzen dann zu Hause und sagen... Ah, ja. Tamam. Ja. Und dann? Hä? Was ist denn Logik? Ey, Leute, das geht einfach so nicht. Ich habe denen auch schon eine Nachricht geschrieben, allerdings werden die das nicht gelesen haben. Einfach weil die tagtäglich super viele Nachrichten bekommen. Ja, zeig doch Beweise, wo du denen geschrieben hast. Ja, das muss ich aber auch sagen. Ich meine, wenn es Upper Red und Leo Marcher gewesen sind, warum zeigt sie jetzt diese Nachrichten nicht? Also jetzt ist es ja quasi, sag ich mal, raus, dass die das waren. Also sie hat sie hat zwar nicht die Names gedroppt, aber halt Mimi. Und sie hat ja privat zu Upper Red schon zugegeben, dass er das war. Warum zeigt sie jetzt diese Nachrichten halt nicht? Also, zum Beispiel Upper Red und Lea Marcher müssen diese Nachricht nicht mehr haben, weil du kannst sie auf Anfrage löschen gehen, dann sind die Nachrichten weg. Aber sie müsste das normalerweise noch haben. Wenn sie es nicht hat, wäre das meiner Meinung nach schon auf jeden Fall ein bisschen auffällig. Upper Red, worum geht's denn in deinem Video um 23 Uhr? Da muss ich wieder überlegen, so lange zu streamen, ne? Stressig. Drum wegen sexueller Belästigung, zeigt aber keinerlei Beweise und pusht stattdessen eher ihr Snapchat-Profil, wo sowieso nur Schwanzbilder verschickt werden. Es hat alles stattgefunden auf dem Webvideopreis. Bin dann an die Bar gegangen und wurde dann von dem einen dieser großen YouTuber angequatscht. Er hat mich dann gefragt, ob ich denn auch YouTuberin wäre. Junger Brett, ich bin bald in Hamburg, Alter. Wollen wir da ein paar Frauen ansprechen? Hast du Bock oder was? Bist du in die Bars gehen? Und ich habe das Ganze mit Ja beantwortet. Daraufhin meinte er zu mir, wirst du dich auch bestimmt freuen, wenn man dich pusht. Oder? Ich meine, ich habe super viele Abonnenten, da könnte ich dich pushen. Und dann könntest du auch eine Kleinigkeit für mich tun. Haben mir im Prinzip gesagt, ich soll denen einen blasen, auf gut Deutsch gesagt, damit sie mich pushen. Ich dachte mir, nee, das lass mir nicht bieten hier. Ey, meiner Meinung nach. Ich habe auf jeden Fall ein weißes T-Shirt. Aber wir können ja vorher shoppen gehen, also du bist doch bestimmt reich, Alter, oder? Wir machen ein Umstyling mit Upper Red auf meinem Kanal und dann kaufst du mir ein komplett weißes Outfit und dann sprechen wir Frauen an. Oh, also ja, fast schwer lustig, Alter. So, dieses, wie dir das erzählt, kommt auf mich so richtig gekünstelt drüber. So, dann habe ich mir gedacht, nein, und habt ihr keinen Respekt und Du darfst sogar immer 7 mitfahren, ausnahmsweise. Nee. Glaube ich nicht. Ich wollte dann diskutieren, allerdings kam ein Freund von mir, hat gesehen, dass ich anscheinend gerade mit denen diskutieren bin und hat gesehen, dass ich super wütend bin und hat halt gemeint, eine Freundin von dir weint, du musst unbedingt mitkommen und dann bin ich halt weg.
Weil ich halt gedacht habe, eine Freundin von mir weint. Ist klar! Hey, du bist da gerade angeblich voll aufgebracht, weil du sexuell belästigt wurdest. Und dann kommt irgendein Kollege von dir und sagt, ja, Jessica weint! Und dann gehst du einfach so da weg, so, lässt dich ablenken, obwohl du doch gerade voll aufgebracht warst. Da hättest du dir eine krassere Story ausdenken müssen. Aber die heult gerade. Frag die angesprochene Frauen bitte, ob sie sich nach vier in dein Auto. Nach dem Motto, ich scheiß auf mich, es ging meine Freundin. Loyalität. Ich bin dann direkt dahin gelaufen. Ey, Bruder. Aber warum äußert sich zum Beispiel, also ich weiß nicht, also bei Sylvie, wenn ich das jetzt nochmal so höre, ich kannte ihr Video gar nicht, das ist ja auch schon mega lang, also ich kannte das, damals habe ich es geguckt, aber es ist halt jetzt wieder 4 Jahre her so. Mich würde es tatsächlich mega interessieren, was die jetzt dazu sagt. So, ich weiß nicht, ob die sich heutzutage nochmal dazu äußert oder ob das halt für die, ja, sage ich mal so, beendet ist, mehr oder weniger, das Thema, ob die da keinen Bock mehr drauf hat. Aber ich meine, keine Ahnung, das Ding ist bei Karl Luschi Pushart, da werden wir, glaube ich, nicht mehr weit kommen. Sylvie ist ja halt quasi die Einzige, die noch die Möglichkeit hat, halt Beweise zu posten oder zu bringen. Sie könnte zum Beispiel, der Freund könnte sich äußern. Theoretisch halt, ist halt eh die Frage, gut, war der jetzt wirklich da? Sie kann ja auch irgendwen da vor die Kamera stellen, ne? Aber das ist halt so quasi das Einzige, was man halt noch machen könnte. Ja, um das halt zu beweisen, ne? Oh! Ich habe dann auch mit jemandem gesprochen, der eben Jurist ist. Und der meinte halt wirklich zu mir, das ist leider Gottes in der rechtlichen Abteilung keine wirkliche sexuelle Belästigung. Ja, und warum steht jetzt in deinem Titel sexuelle Belästigung, obwohl dein Anwalt dir bestätigt hat, dass es sich hierbei um keine sexuelle Belästigung handelt? Einfach ein irreführender Aber ist das keine sexuelle Belästigung? Ja, ist echt, das ist auch ein schwieriges Gesetz, ne, weil, keine Ahnung, jetzt auch, mal abgesehen so vom Recht, aber auch so von unserer Gesellschaft, wo fängt das an, wo hört das auf? So, weil ich habe auch überlegt, ist es überhaupt, selbst wenn ApoRed da jetzt die Schulter massiert hat, ist das schon sexuelle Belästigung? So, ich weiß nicht, Digga, ich meine, er hat sie jetzt ja nicht an ihren Geschlechtsorganen angefasst oder am Po oder sonst irgendwo, sondern er ist halt hingegangen, hat er die Schulter massiert, so, dass, da habe ich auch so gefragt, ist das jetzt wirklich so schlimm, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber sowas von sexuelle Belästigung, die du gemacht hast. Also keine Ahnung. So, ich glaube, wenn ich das jetzt gemacht hätte und das würde dann auch die Frau halt veröffentlichen, dann würde ich auch sagen, jo, ey, Digga, habe ich halt gemacht, aber ist das so tragisch? Also ich weiß nicht, wenn mich jetzt eine Frau massieren würde, ich würde natürlich drauf eingehen, aber nehmen wir mal an, ich würde nicht drauf eingehen, weil sie, weil mein Geschmack ist hier vorne, ne? So, und die Frau ist halt da hinten, Digga, die ist gar nicht mehr in Braunschweig so. Dann würde ich einfach sagen, ey, kannst du vielleicht aufhören, das zu machen so? Würde jetzt aber hinterher kein Video machen, wo ich so sage, ich wurde sexuell belästigt. Man hat mir meine Ehre genommen. So, ich weiß nicht. Also ich finde das generell auch, was das angeht, halt schon zu übertrieben, ne? Titel, um Klicks zu ziehen. Und dagegen vorzugehen, das ist... Ich meine, die waren zu zweit. Ey, komm, erzähl mir nicht, du machst doch kein Video, belaberst mit deinen Freunden alles und sagst dann am Ende, also nee, das ist mir alles zu viel Arbeit dagegen, jetzt so und so vorzugehen. Der ganze Vorfall ist dir doch schon ein gesamtes YouTube-Video wert. Ja gut, er hat ja angeblich dazu gesagt, was geht heute Abend noch. Ich weiß nicht, Digga, wie viel Typen ich schon in einer Bar, also meine Freunde halt so, weißt du, man weiß so los, man ist auf dem Sprung, so heißt, man sitzt irgendwo oder man ist in der Bar, geht so hin, Alter, Hände auf die Schultern, so, jo, Digga, was geht? Wollen wir los? So, schön reindrücken, Alter, was geht, Kollege? Machen wir jetzt hier noch ordentlich einen raus, oder was, Alter? Ja, ich weiß nicht, Mann, das ist halt, ist schwierig. Wert gewesen! Wenn das Ganze jetzt wirklich so passiert wäre, dann wäre man doch schon vor dem Video beim Anwalt gewesen. Vor allem so als Feministin, die sich ja gerne für Frauenrechte einsetzt. Das missbraucht ihm hier Feminismus, genauso wie Michael Adrian, die LGBT-Community. So respektlos? Ich meine, was haben die Menschen für eine Erziehung genossen? Ich weiß, Stromer-Argument. Ey, was hat bitte die Erziehung der Eltern mit dem Verhalten der Kinder zu tun? Es gibt Kinder, die wurden von ihren Eltern in ihrer Kindheit missbraucht und setzen sich heute ein gegen Kindesmissbrauch, helfen Staaten, Organisationen und sonst was. Dann gibt es aber Kinder, die vielleicht eine schöne Kindheit hatten, nicht missbraucht wurden und sonst was, dann aber Leute missbrauchen. Michael Adrian-Style, Alter. Ich würde gerne einfach mal wissen, ob ihr schon mal sowas erlebt habt, schreibt alles mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, aber Kommentare mittlerweile deaktiviert. Ey, wenn du wirklich sowas erlebt hast, dann würdest du irgendeine Organisation verlinken, irgendeine Anlaufstelle, wo Leute sich Hilfe holen können. Stattdessen verlinkt ihr mir ihr Snapchat, ihre Geschäftsmail. Willst du jetzt noch Placement klären über so ein Video oder was? Naja gut, Digga, das ist halt aber auch einfach eine vorgefertigte E-Mail. Also keine Ahnung, ich muss auch sagen, ja, gibt also, ich finde schon, dass das ABK ein, zwei Punkte hat, wo man halt zustimmen kann, aber er... Versucht es aber auch extra negativ darzustellen, finde ich. Ne? Wenn also einer von euch beiden dieses Video sieht, ne? Ich nehme gerne Entschuldigung an. Entschuldigung, Salvi. Wir waren
Digga, ist das Aporet oder was? Von Kopf bis Fuß weiß gekleidet, Freunde. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, durch dieses ganze Drama hier, ja, Aporet hätte angeblich ein Mädchen sexuell belästigt, hat Aporet jetzt einen Shitstorm bekommen. Was macht dem Skin? Selbstverständlich, er äußert sich dazu. Dann habe ich mir so gedacht, ey, warte, was ist, wenn ich dieser YouTuberin schreibe? Sylvie Carlson heißt sie auf Instagram. Ich habe ihr geschrieben und ich habe eine Sprache... Sylvie Carlson vom Dach oder was? Ach, nein, geschickt. Ihre Antwort, Leute, ich habe Schock bekommen. Die sagt einfach, willst du mich irgendwie veräppeln? Wer auch immer das war, Ellie, genau richtig. Ihr beide wart das. Du und Leon Marcher haben mich damals sexuell belästigt. Auch dass du mit einem ApoRed überhaupt kommunizierst, wenn dir so etwas widerfahren ist und ihn dann plötzlich nach 3 Jahren, nachdem er dir schreibt, einfach so blockierst, ey, erscheint mir immer noch unglaubwürdig. Auf jeden Fall hat Simon Unge dann einen Livestream. Willst du noch was essen? Ach, boah, wenn du so fragst, Digga, dann nehme ich das doch, Alter. Ja, ich weiß nicht. Also ist das wirklich unglaubwürdig? Ich sag mal, das Ding ist halt, was mich da halt so ein bisschen zum Grübeln bringt, ist halt tatsächlich, es war ja eine private Nachricht so. Sie wusste ja nicht, dass das in dem Video landet oder sonst irgendwas, sondern das war ja wirklich nur privat. Die Frage ist halt, was hätte eine Sylvie Rockstar davon, das jetzt zu erfinden? Also was will sie damit? Also das ist ja privat. Ich meine, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand schreibt, ja, du hast mich vergewaltigt, ja, okay, behaupte das halt, so juckt mich nicht, Digga, so, weißt du, aber... es bringt dir ja gar nichts privat, sowas halt zu behaupten, so, weil, wie gesagt, es ist ja halt nicht öffentlich so. Und ich meine, keine Ahnung, dass sie vielleicht auch, also für sie ist die Sache wahrscheinlich halt auch schon beendet, oder ich sag mal, sie hat ja auch mit anscheinend mit sehr vielen anderen Weibern Kontakt, also ich gehe jetzt gerade auch davon aus, dass ApoRed eher nichts gemacht hat, so. Aber man kann es ja nicht zu 100% sagen, deswegen finde ich das halt wirklich schwierig, so, ne. Ich weiß, ich glaube, ich würde auch Personen blocken, die mich halt nach Jahren irgendwie da anschreiben und nerven, so. Weil, klar, das Thema ist ja für sie wahrscheinlich beendet, nehme ich mal an. Organisiert mit ApoRed und einem Mädchen, die jetzt auch behauptet, dass sie damals von ApoRed angeblich sexuell belästigt wurde. Dieses Mädchen zeigt jetzt auf Instagram 3 bis 4 Jahre alte Chatverläufe, in denen sie mit anderen Leuten über ApoRed geredet hat und erzählt hat. Aber bitte, ne? Letzter Chatverlauf einfach von 2017. Ich guck mal bei mir bei WhatsApp, wann wir das letzte Mal über ApoRed geredet haben. Gestern, 16.8. Aber wegen Cake News und so, dann in unserer Meinungsblogger-Gruppe haben wir über das Thema geredet. 2019 war auch irgendwas in den Cake News. 1.6.2019. Zu Jay. Da habe ich anscheinend ein Video über ApoRed gemacht oder so. Also auch nicht so viel. Was war meine erste Nachricht im Dings? Okay. Vom 17.07.2016. Einer von der Bahn holt jetzt ApoRed. Er soll abholen. Hä? Hat Apo vergessen nach seinem Prank? Ach so, da hat einer ein Bild im Dings gesendet. Vom Zug. Ist das eine Bombe oder eine Gitarre? Stand hier, als ich reingekommen bin. Und weiß breit nicht... Warte, was? Hier ist weit und breit niemand. Ach so. Leute, jetzt so ein Bild reingepostet von der Gitarre, was so bei der Deutschen Bahn da steht. Hat dann gesagt, jo, ist das eine Bombe oder eine Gitarre? Und dann meinte einer so, ja, die hat ApoRed da vergessen von seinem Prank. Okay, das ist aber schon wieder lustig, Alter. Nee, sonst eher wenig tatsächlich. Traurig, Alter. Wen könnte ich denn noch eingeben? Tanzverbot. Jetzt würde mich mal interessieren. Hier, wann habe ich das letzte Mal über Tanzverbot geredet? Das ist aber viel. 2018 Uhr, ist ja traurig, Alter. Sie von ihm eben angeblich auch belästigt wurde. Was ich an dieser ganzen Sache so lustig finde, ne, ist die Tatsache, dass die sich da alle aufregt über Beleidigungen und sonst was. Dabei wird ApoRed bei euch im Gruppenchat als Hurensohn beleidigt und sonst was. Und darüber redet ihr nicht. Und was sind das bitte für Beweise? Ja gut, ich meine, es ist halt schwierig, weil es ist halt einfach, weil es geht darum, dass es ein privater Raum ist, so. Ich meine, privat sowas zu schreiben, ist immer noch was anderes, als es öffentlich zu tun. Also, jeder kann doch irgendwas gerade wenn die Person gar nicht dabei ist. Irgendwas behaupten. Wenn ich jetzt mal in Madeira bin und ich sage dann, ey, ich habe Unge getroffen und ganz ehrlich, der hat mich angespuckt und was soll ich machen? Und ich habe das dann jetzt meinen Kollegen geschickt. Ich habe ABK eine Sprachnachricht geschickt. Ey, ABK, Unge hat mich angespuckt, was soll ich machen? Weißt du, ist es jetzt ein Beweis, weißt du? Nein, ist es nicht. Du kannst jetzt Scheiße labern, du kannst aber auch vor 4 Jahren Scheiße gelabert haben. Das ist doch trotzdem kein Beweis, wenn ich in einem Chat irgendwas behaupte. Und wenn jetzt wirklich rauskommen sollte, dass das Ganze hier erfunden ist, dann war das wirklich ein Faustschlag ins Gesicht für alle Frauen, die wirklich sexuell missbraucht wurden. Ja, da hat er aber recht. Für alle Bewegungen, die sich auch dagegen einsetzen. Dann hast du nichts weiter als Miguel Pablo mit seinem Fake-Outing damals. Nur der einzige Unterschied ist, dass ein Miguel Pablo nach einem Monat dazu gestanden hat. Diese traurige Musik aber auch, ey. Ja, aber da muss ich ihm tatsächlich zustimmen.
Also, ich weiß, ich fand das Video jetzt nicht so stark, um ehrlich zu sein. Also, er hat vieles so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und so. Fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich finde, mit der letzten Aussage hat er halt tatsächlich recht. Ich finde es generell, es geht gar nicht, dass Frauen bei sowas halt lügen, weil das wirklich ein super wichtiges Thema ist. Es spielt jede wirklich passierte Belästigung einfach komplett runter. Für jede Frau, der sowas passiert ist, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und du kannst damit hier auch richtig hart Leben zerstören, so, ne? Ich sag mal, keine Ahnung, so ein Kuchen-TV von 2015 oder so, der hätte wahrscheinlich direkt ein Video gemacht, dass UpRed schuldig ist. So, weißt du? Und wenn es dann noch andere Leute gibt, die dann da mit draufhauen und ihn dann komplett haten dafür, das wirst du nicht mehr los. Selbst wenn sich später herausstellt, jo, war nicht so, wirst du diesen Ruf halt einfach nicht mehr los. Deswegen, also wenn das gelogen ist, dann ist halt wirklich komplett vorbei. Ansonsten fand ich das Video von ABK aber tatsächlich eher schwach. Finde ich ein bisschen schade auf jeden Fall. Tja.